Schön, dass wir wieder dabei seid. Herzlich willkommen zurück zu 7 Days. So, weggeräumt habe ich alles. Oh, ich sehe gerade, ich habe aus Versehen meine Reparaturkits weggeräumt. Die müssen hier vorne in der Kiste liegen. Denn nehmen wir jetzt den Beton mit, unsere schöne Nagelschusspistole. Oh, ich habe sowieso nicht mehr viele. Auf jeden Fall werden wir jetzt ein bisschen was an der Hordenbase weitermachen. Weiß gar nicht, ob ich genug Stahlrahmen hatte. Ich glaube ja. Auf jeden Fall der Beton. Ah, ist noch nicht ganz fertig. Aber das müsste reichen. Ein bisschen was haben wir ja auch noch in der Kiste. Wo ist es denn? Hier müsste es sein. Jo. Müsste reichen. Und über 2000 Beton. Dann nehmen wir das gute Stückchen mit. Die da. Brauchen wir Holz? Ein bisschen, ne? Aber Holz haben wir. Und wir brauchen ein bisschen Eisen. Ich bräuchte erstmal 6 Holzklappen. Die müsste ich dann später zu Eisenklappen machen. Oh, dieses Caps Lock immer. So. 6. Ja, ich hatte auf jeder Seite 3, ne? Oder hatte ich... Ich weiß es gar nicht. Ah, gut, das kann ich aber auch bauen, wenn ich da bin. Warte mal, Eisenklappe, wie viel brauche ich? Oh, das Eisen wird nicht reichen. Muss mal kurz ein bisschen Eisen rauslassen. Und mal so 300 Stück, das sollte reichen. So. Das kann er ja in der Zwischenzeit schon mal machen. Denn nehmen wir hier ein Drahtwerkzeug mit. Wir nehmen den, der ist hier unten, Generator mit. Weiß nicht, ob ein Motor reicht. Ich nehme sicherheitshalber mal 2 mit. Und ja, Benzin haben wir sowieso nicht viel. Aber während das Eisen rausläuft, gehen wir denn schon mal... Ich hätte gerade einen Zombie gehört, aber darüber machen weiter. Den Rest holen wir dann gleich. Wir wollen natürlich gleich auch noch die Quest machen, so ist es nicht. Aber das muss ja kurz gemacht werden. Das dauert ja jetzt auch nicht allzu lange. Das sind ja nur noch die restlichen Kleinigkeiten. Die Spikes stellen wir denn am letzten Tag da wieder. Wow! Moment, alle Fleisch! Da läuft jede Menge Fleisch. Ach. Na. So, den hätte ich schon mal. Du kommst bitte auch. Danke. So, und ich hoffe, der eine, der eben getürmt ist, kommt gleich wieder. Ich kann doch das Fleisch nicht hier lassen. Da kommt er doch schon. So. Gut, die Waffe müsste ich sowieso reparieren. Kann man ja auch gleich mal schnell machen. War jetzt nicht geplant. Ich wusste nicht, dass hier Fleisch läuft. Aber Fleisch ist immer gut. So, der nochmal mit. Mich würde es auch nicht wundern, wenn hier noch irgendwo ein Vierter rumstreuen. Aber, ja, gut, werden wir sehen. So, wo habe ich denn das gute Moped stehen gelassen? Hier. Moped. Weiter geht's. Und zwar fehlte hier ja noch so eine Kleinigkeit. Ich brauchte noch Steigerüsse. Okay. Erstmal den da, da müssen noch welche rauf, alles klar. Eins nach dem anderen. Da mache ich zumindest schon mal, ich müsste mich ja jetzt einmal kurz hochbauen, den Generator und das anschließen. Ich bräuchte einmal ein paar Holzframes. Komm, so viel Beton brauchen wir auch gar nicht mehr. Müsste mal gucken, könnte man zumindest die Balken vorne zu Stall machen, ob unser Stall reicht. Ich meine, wir könnten ja jetzt auch notfalls Stall herstellen. Hier sollen die Klappen herauf, damit das ein bisschen geschützt ist. Aber jetzt möchte ich hier drin gerne erstmal den Generator haben. Den möchte ich gerne einen Block versenken, ungefähr hier. Darauf soll dann auch noch eine Klappe. So, hier kommt der Generator rein. Ich hoffe, da geht jetzt noch die Klappe rauf. Müsste aber eigentlich. Und das Ganze soll dann mit dem quasi daran, aber komme ich überhaupt durchs Gitter? Glaub nicht, ne? Nimmst du bitte mit? Danke. Nein. Okay, warte mal, dann muss ich mal... Ich muss einmal kurz wechseln. Den packe ich mal da rein. So. Von hier komme ich hoch, ne? Ja, komme ich von hier an den Generator? Ja, wunderbar. Denn von hier... daran...
Da müsste ich mal gucken. Von da müsste er eigentlich erstmal hier rüber. Nein. Junge, so doch nicht. Du sollst von hier, genau, nach darüber. Da sind ein paar mehr, die ich brauche. Ne? Ich brauche 6 Klappen pro Seite. Also 12 Klappen insgesamt. Von da nach da. Dann nochmal von hier, hier rüber. Und das Ganze nochmal auf die andere Seite gleich. Aber da müssen ja auch noch die Holzframes rum. So, von da dann nach da. So, wenn ich die jetzt hier verbinde, müssen die doch da drüben mit Strom verbunden sein, oder? Wenn ich den jetzt von hier darüber ziehe, zack, müsste das doch hier durch. Ja, wunderbar. So hatte ich das gedacht, damit sie schön verlangsamt werden. Der müsste dann von da hier rüber. Der von da natürlich auch auf die andere Seite. Ja, daran. Die Klappen sind schlicht und einfach nur dafür da, weil wir kriegen ja auch spuckende Geier. Und ich will nicht, dass sie von oben auf die Elektronik spucken, dann geht das auch ganz schnell kapeister hier. Die Klappen halten zwar auch nicht ewig, bieten aber eine gewisse Zeit lang doch schon ganz gut Schutz. Den da nochmal hin. So. Und dann könnte ich den von hier nach darüber ziehen. So. Muss natürlich nur der Motor in den Generator, dann hat das schon mal Strom. Hierauf könnte ich dann schon mal 6 Klappen bauen. Oh, das Holz wird auch nicht reichen. Klappe. Erstmal 6 Holzklappen. Das mache ich einfach aus dem Grund, man könnte zwar auch gleich Eisenklappen nehmen, aber der Grund, warum ich erstmal Holzklappen nehme und dann die Eisenklappen rüber mache, ist schlicht und einfach, das Eisen reicht bei weitem nicht gut. Man sieht bei den Holzklappen besser, in welche Richtung man die baut. Guck mal, hier ist vorne so ein Griff dran. Und ich möchte die gerne schon, dass sie so aufgehen. Zack. Aber da Eisenklappen stabiler sind, werde ich sie zu Eisenklappen aufwerten. So, darauf kommt dann, wird nämlich nachher Eisen. Das gleiche nochmal da. Die müsste ich, glaube ich, auch nochmal ver... Die ist, glaube ich, sogar geblutet, ne? Warte mal. Wo ist sie? Da. Ja. So, da brauche ich ja nochmal... Ich glaube, ich brauche mehr Eisen als das, was ich habe rauslaufen lassen. Jetzt will ich das Ganze nochmal kurz testen. Der braucht natürlich Sprit. Da kommen 2 Motoren rein. So. Maximale Ausgabe 100 Watt mit 2 Motoren. Gut, funktioniert dürfte er nicht, weil er kein Benzin hat. Aber auf jeden Fall, hier kommt denn auch noch eine Klappe rüber. Klappe. Hier wird aber eine Holzklappe reichen. So. Geht das? Jetzt so rum Hinbau? Nee, ne? Doch. Super. Geht nicht. Klasse. Hey, ich wollte die Klappe da drauf haben, das geht nicht. Ah, die muss hier irgendwie an der Seite befestigt werden oder so, ne? Ah, wenn ich hier so eine Platte drauflege und da die Klappe ranmache, das müsste doch gehen, ne? Eins nach dem anderen. Ich muss sowieso jetzt einmal zurück. Wir brauchen das Eisen. Und wir brauchen noch ein paar Stahlframes. Und dann haben wir es doch schon fast. Deep, 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 deep. Einmal zurück. War hier gerade ein Zombie? Nö. Muss ja gemacht werden. So dürften wir zumindest in der nächsten Hordennacht etwas wesentlich sicherer abgedeckt sein. So. Dann lass mich einmal rein. Du kommst wieder zu. Wer weiß, was da kommt. Eisen hast du ganz 300. Das wird nicht reichen. Ich würde mal sagen, ich mache nochmal 500 dazu. Zack. Dann machst du nochmal ein paar Stallframes dazu. Ah, die Frage ist, wie viele brauche ich jetzt? Auf der Seite jedenfalls noch einen ganzen Schwung. Ich habe jetzt nicht gezählt. In die Platte. Ich glaube, 10 sollten reichen. So. Dann machst du die noch dazu. Gut, dafür braucht er jetzt 5 Minuten. Die machen immer noch schön hier Beton. Geht. Der hatte Messing eingeschmolzen. Der ist inzwischen fertig. Da könnte man aber auch schon mal... Oh, mir geht so langsam das Holz zur Neige. Da rein. Patronenhülsen draus machen. Zumindest so viele wie gehen. Ist ja noch nicht allzu viel Lehm drin. Oh, 4175 Patronenhülsen kriegt er aber schon hin. Sehr schön. Dann hat man sie, wenn man sie braucht. Denn das Eisen ist für die Klappe nachher und dann die Stahlgerüstblöcke. Gut, dafür braucht er jetzt ein paar Minuten. So, hier hat er bestimmt den Rest fertig. Fast.
Und da ist er schon fertig. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Dann packe ich in der Zwischenzeit auch mal das Fleisch und das weg. Lehm damit rein, Stein damit rein. So. Das Leder hatte ich. Doch, das war hier. Zack. Und die Knochen hatte ich hier, ne? Ja. Oh, was ich an Knochen habe. So, Fleisch und das andere kommt da vorne rein. Hier. Tierfett da rein. Fleisch war hier drin. Aber Fleisch haben wir eigentlich eine ganze Ecke. Das freut mich. So, und hier, die sind noch nicht... Ne, das dachte ich mir, die sind noch nicht gewachsen. Gut, da noch ein paar Minuten braucht zum Eisenschmelzen, gehe ich hier mal ganz kurz Holz hacken. Wir haben so gut wie kein Holz mehr. Das dürfte auch relativ fix gehen eigentlich. Weil ausgeskillt haben wir das Ganze ja komplett. Vielleicht haben wir irgendwann ja auch mal das Glück und wir finden eine 6er Stallspitzhacke. Das wäre schon sehr nice. Auch wenn sie reinste Ausdauerfresser ist. Aber ein bisschen Holz brauchen wir. Zum Glück nicht viel. Deswegen stehen die Bäume hier übrigens. Nicht, weil ich das toll finde, in einem dicken Urwald zu wohnen, sondern weil man immer wieder Holz braucht. So, die nochmal. Geht ja mittlerweile auch relativ fix. Und gehört auch zum Spiel. So. So, diesen Baum hier noch, den Baum daneben noch, den dicken da lasse ich mal stehen. Dann haben wir auch erstmal wieder genug Holz. So. Ja, den haben wir wieder fast 2000. Das sollte reichen. Sind, glaube ich, sogar 2000. Jupp, 2044. Sehr schön. Dann pflanze ich die Bäumchen hier auch gleich wieder an. Zack. So. Aber gemacht werden muss das Ganze ja. So. Na? Na? So. Na, willst du wohl? Danke. Hier nochmal hin. Ich glaube, der eine steht schief. Naja, was soll's. Ich stell die Bäume immer gern symmetrisch hin, aber geht nicht immer. So, der eine noch. Zack. Können die wieder nachwachsen? Da läuft eine Schreierin. Mensch, Uschi, lange nicht gesehen. Hallo, meine Dame. Schrei mal. Ich brauche EP. Du lebst noch. Uschi, schreien. Schreien. Ja, komm, Uschi. Schrei, kreisch. Schrei. Ach, hat sie schon. Dann lass sie sterben. Diva, bist du der Einzige? Oder wo ist der Rest? Ach, da kommen sie doch. So, du nochmal und nochmal und nochmal. Die zwei waren doch nicht die Einzigen, oder? Uschi, du lässt nach. Du hast mal mehr Kollegen gerufen. Nee. Zu nichts mehr zu gebrauchen, die Schreierin von heute. Ach doch, da sind noch ein paar. Okay, ich nehme alles zurück. Hallo. So. Ja, du auch nochmal. Und du auch nochmal. Und nochmal. Und du ebenfalls. Mensch, du kannst aber gut tanzen. Warte einen Moment, ich habe keine Ausdauer. So. Du auch nochmal. Geh doch. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich glaube, in der Zwischenzeit dürfte unser Eisen auch gut fertig sein. Das mit der Treppe müssen wir auch noch weitermachen, aber das sieht schon gut aus bis jetzt. Bloß das Geschmodder hier gefällt mir nicht. So, aber eins nach dem anderen. Ich wollte hier... Na, hier ist noch genug Holz drin. Hier war nicht mehr genug Holz, ne? Oder irgendwo war das? Ah, er hat noch ein bisschen, aber er hat alles fertig. Sehr schön. Dann kommt das mit. Du kannst ihn jetzt erstmal wieder aus. Denn... Ah, ich weiß gar nicht, wie viel klappen. Ich fahre erstmal hin. Ich weiß nämlich gar nicht, wie viel ich da jetzt schon hingebaut habe. So. Auf jeden Fall machen wir das Ganze jetzt fertig. Auf jeden Fall muss ich noch einmal oben rauf. Hier müssen wir noch einmal diese Frames darum.
So, und zwar genau hier. Da brauche ich die. Die müsste ich dann einmal zur Platte machen. Das waren die da, genau. So, geht das hier noch, wenn schon Beton drin ist, mit Copy und Paste? Geht. Halbwegs zumindest. Naja. Komm, dreh dich mal richtig. Du sollst darauf, mein Freund. Ah, okay, er war richtig. So, den dahin, genau. Da noch einen hin. Da, oh, reichen die doch nicht, doch, ne? Ja. Nein, so doch nicht. So, und hier noch einer hin. Zack. Gut, dann kann ich hier nämlich auch die Platten und sowas rauf machen. Und dann habe ich sogar noch, gut, ich habe zwei zu viel. Einer kommt noch innen drin gleich rein für die Falltür. Da Beton rein, da. Und wir hoffen, dass das Ganze hält, ohne dass es zusammenbricht. Der müsste noch. So, das Ganze etwas geschützt. Einmal hier hoch. So, hier hätte ich schon 6 Stück. Ne? Dann brauche ich noch einmal 6 Eisenklappen. Dafür müsste das Eisen euch jetzt eigentlich reichen. 6, dachte ich. Dann mache ich nochmal 6 Holzklappen für die andere Seite. Und dann nochmal 6 Eisenklappen auch für die Seite. Und also meiste Eisen auch schon wieder weg. Eine hat er fertig. Gut, 2. So, ich glaube, die verstärkt er erst zu Eisen. Ne? Ah. Oh, hoffentlich reicht das Eisen. Gut, die hat er zur Eisenklappe gemacht. Dann wäre die noch dran. So, die noch. So. Ich glaube, das Eisen wird nicht reichen. Ah. Nein. Echt nicht. Ich hätte jetzt gedacht, das reicht. Okay. Aber es ist zumindest schon mal ein Anfang. Dann kann ich zumindest die Holzklappen, die er jetzt fertig gebaut hat, hier auch schon mal raufklatschen. Sind sie richtig rum? Jo. Ich hoffe nur, das bricht jetzt nicht zusammen, weil es noch nicht trocken ist. Das wäre doof. So. Und hier komme ich jetzt eh nicht weiter, ne? Nein. Aber zumindest kann ich das Holz schon mal verstärken. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Angeschlossen ist das Ganze auch. Da muss bloß noch Benzin rein, denn wenn sie hier schon sehr stark verlangsamt. Und dann werde ich noch einmal kurz hier... einmal auf so eine Eisenplatte. Die da so rauflegen. Zack. Verstärken. So, und daran soll jetzt die Holzklappe. Bring mal eine Holzklappe hin. Ja, stimmt das. Fehlt hier noch eine. Andersrum. So rum. So, so müsste es aber gehen, oder? Ja. Dann ist der Generator ein bisschen versteckt. Dann können sie da nicht so raufballern. Ja, müsste funktionieren. Gut, dann müsste ich noch ein bisschen Eisen sammeln. Ich würde sagen, dann gehen wir jetzt erstmal die Quest machen. Bring aber kurz den Kram nach Hause. Und das Eisen, was wir denn da unterwegs sammeln, durch Döschen und so weiter und so fort, es kommt ja immer was zusammen. Das nutzen wir gleich hier, um die Dinger zu verstärken. Ja, guck mal, wenn die hier so reinkommen, das ist genau auf Brusthöhe, müssten sie doch verlangsamt werden. Dabei fallen sie auch in die Löcher, weil wenn sie gebremst werden. Da habe ich mir überlegen, ob ich die Dinger hier zu Stahl mache. Zumindest dürfte jetzt alles schon wesentlich stabiler sein. Abwarten, abwarten. Gut, ein paar Spikes fehlen ja noch. Aber das meiste hätten wir gemacht. Jut, jut. Denn einmal kurz einen Abstecher nach Hause. Einmal schnell hier Sachen ausladen. Bis auf die Eisenklappen. Oder warte mal, die Eisenklappen. Lass ich mal hier drin. Weiß ich, wo sie sind. So, der kommt hier wieder drin. Der kommt drin. Der kommt wieder nach unten. Der wird zerlegt. Oh, ein Eisen habe ich sogar schon wieder. Die packe ich auch mal hier rein. Weiß ich zumindest auch, wo die sind. So, aber Zement und so kommt hier auch erstmal wieder rein.
Genauso wie der Sand. So, den Rest brauche ich. Den einen Eisen nehme ich mit. So, einmal kurz hier gucken. Der, dass sie später weiter schmelzen. Genau wie den. Ist hier auch ein bisschen Stein drin. Und ja, du kannst auch später weitermachen. So dringend haben wir die Patronenhülsen im Moment nicht. Sehr schön. Dann machen wir uns auf den Weg. Würde ich sagen. Das müsste, ach, hier die Stadt. Die Doppelstadt. Jo, da ist auch der Trader. Es ist das Einkaufszentrum, wo wir schon mal drin waren. Da waren wir mal so drin, ohne Quest. Jetzt haben wir es als Quest. Da steht sogar noch eine Truhe von uns. Okay. Ja, das ist doof. Das schaffen wir jetzt niemals. Ja, ich würde sagen, wir fahren trotzdem mal in die Stadt. Ich glaube, zum Trader schaffen wir es nicht mehr, bevor er zumacht. Das ist ja schließlich schon mal 8:45. Oh, das Einkaufszentrum könnte über Nacht doch echt brenzlig werden. Gerade auf Krieger, aber... Mal sehen, diesmal haben wir die AK. Ich werde zumindest nicht zulassen, dass ich wieder sterbe. Das will ich nicht. Nee, nee, nee. So, in der City werden wir. Da vorne ist auch das Einkaufszentrum. Aber ich würde sagen, wir machen es so. Ich mache zwar einmal gerne die Gebäude fertig. Ich mag es nicht so ein Halbgebäude, aber das ist relativ groß, das Einkaufszentrum. Das schaffe ich nie, sonst wird die Folge 1,5 Stunden. Deswegen würde ich sagen, wir machen jetzt den Anfang, machen den innen drin einen Cut und machen in der nächsten Folge den weiter. Aber den können wir jetzt auch gleich mal gucken, was wir noch in unserer Truhe haben, die wir hier stehen gelassen haben. Da hängt sie nämlich an der Wand, bevor ich die Quest annehme, weil sonst ist sie nämlich gleich weg. So, und hier hätten wir drinne. Naja, gut, jetzt nicht so das Wertvollste. Dann nehme ich mal raus. Gut, nimm die Quest an. Zack, siehst du, der ist nämlich weg. Pack den Kram ins Mobbet. Zack, zack, weil der setzt hier alles zurück. Das behalte ich mal, genau wie die Gläser. Da kommt eh mehr zu. Aber das kann rein, das kann rein, das kann rein. So, würde ich sagen, machen wir hier den Anfang. Oder so weit, wie wir kommen. Weil ich kann nicht immer eine Stunde Folge. Das schaffe ich zeitlich einfach nicht. Das geht nicht. Ab und zu mal gerne, habe ich überhaupt kein Problem mit. Aber es geht nicht immer. Diesmal muss ich leider mittendrin Cut machen. Das Gebäude ist nicht gerade klein. So, da werden wir noch ein paar Steinchen brauchen. Ist ja ähnlich groß hier. Ich muss bloß aufpassen, hier waren irgendwo Zombies. Meine ich doch. Jo, jo, mein Freund. Komm doch raus, Mensch. Bitte. Gleich zwei davon. Na, der neue Bauarbeiter kriegt gleich einen auf den Deckel. Du gleich dazu. So. Bitte. Oh, lässt sogar gleich eine Belohnung da. So sehr freut er sich auf uns. Natürlich Antibiotika. Naja, warum nicht? So, wenn ich mich richtig erinnere, war hier vorne ein Halbi drin. Stimmt's? Und hier waren noch mehr Zombies als die zwei. Hier war auf jeden Fall ein Halbi, so viel weiß ich. Siehst du? Jut, so ein abgebrochener. Ah. Wow. Na gut, den nehme ich jetzt nicht auseinander. Autokühler brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Wir haben doch schon eine ganze Ecke Messing, habt ihr ja gesehen. Über 4000 Patronenhülsen, also. Da brauche ich jetzt nicht auf jeden einzelnen Messingklumpen achten. Jut, 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 da vorne ist noch was. Ich will mal einmal kurz hier rein Luki Luki machen. Hier war aber auch nichts weiter, ne? Bäh. Okay. Und da fängt auch die Nacht an. Dich nehme ich aber allerdings liebend gerne mit. So. Das heißt, das ein bisschen aufpassen. Jemand zu Hause? Hallo? Ich habe beim letzten Einkauf mal einen Einkauf vergessen. Hat den jemand gesehen? Hm? Da drin? Jo, Bärbel natürlich. Komm raus, du Vehikel. So. Denn leere Toiletten. Ich mag keine leeren Toiletten. Am besten sind volle Toiletten. Zumindest in 7 Days. Hier. Ah, schon wieder eine Schatzkarte. Ups. Warte mal, ich mach mal kurz zu. Ich will mal kurz gucken. Schon wieder Klotz-Schatzkarte. Davon haben wir doch schon so viele. Lesen. Gut. Werden wir irgendwann mal wieder alle abarbeiten. Den wollte ich zerlegen, genau wie den da.
So, ist da noch was drin? Ne, den haben wir. Und dann kamen wir hier in den Verkaufsraum, ne? Jo. Und da oben musste man irgendwie rüberspringen und das Ding ist nämlich riesig, so viel weiß ich noch. Da unten waren, glaube ich, jede Menge... Wenn ich mich nicht täusche, ich sehe die gerade nicht. Da war aber meiner Meinung nach jede Menge Verbrannte. Oder? Was spawnen die erst, wenn ich hier runterlaufe? Ich habe keine Ahnung. Ich sehe gerade keinen einzigen. Kann auch sein, dass ich blind bin, aber da waren welche. Der soll mit, der soll mit, der soll mit. Und der Müll. Aber so blind kann ich doch gar nicht sein. Hier kamen, glaube ich, auch welche von der Decke, oder? Hm? Ach, das sind wieder diese dämlichen Bodenplatten. Ich weiß ganz genau, dass hier Verbrannte waren. Ah, an die habe ich die Helmlichtmod. Okay. Das weiß ich ganz genau, dass hier welche waren. Wusste ich's doch. Ach komm, Daddy. Wir noch ein Feral Daddy. Da kommen sie doch. Nein. Lad doch mal schneller nach. Wieso klemme ich ständig, wenn ich in Bedrohung komme? Ich hing hier gerade an der blöden Ecke fest. Ich konnte nicht weg. Immer wenn ich in Bedrohung komme, klemme ich irgendwo fest. Das ist so. Naja, es gab zumindest gute IB und ich habe eine Gehirnerschütterung. Aber da hilft sowas. Die brauchen wir eh. So. Ich sollte aber auch nicht allzu viel rumballern. Weil ich war hier noch nicht fertig. Wollte hier eigentlich wieder zurück. Ist auch mies. Das heißt, die spawnen erst, wenn man hier rüber geht. Moment. Baue ich mich immer kurz hoch. Zack. Weil ich habe nicht allzu viel Muni. Werde ich jetzt bestimmt zwar ein bisschen Muni finden, aber... Meine ich doch, ich war hier noch nicht fertig. Na, so. Gut, dann geht's hier weiter. Man muss hier echt runter und dann hier rüber. Oh, den habe ich gar nicht gesehen. Na, google mal, da haben wir doch schon ein bisschen Muni. Sehr schön. Durstig bin ich auch. Habe ich Wasser einstecken? Ich höre schon wieder Besuch. Ich habe kein Wasser einstecken? Echt nicht? Okay, trinke ich mein Wasser. Ich weiß auch nicht, warum ich sowas immer in der Nacht machen muss. Ich habe keine Ahnung. Wer weiß, was hier rumkraucht. Jetzt bin ich auch noch hungrig. Moment. Na gut, das ist das Einzige, was wir haben. Esse ich eine Dose Chili. Kann ich die gleich mit zerlegen? Genau wie das dämliche Rohr. Eisen ist im Moment wichtiger. So, den noch. Da ist nichts. War da noch was? Nein, hier ist auch nichts. Da ist noch ein Müllsack. Und ich glaube, unten in der Kuhle wollte ich gleich nochmal gucken. Da war, glaube ich, auch irgendwas. Hier ist doch noch was. So. Den einmal mit. Danke. So. Da gucke ich gleich. Der hatte nichts. Ich wollte hier nur einmal runter. Weil ich meine, irgendwas war hier unten noch. Oder? Vielleicht täusche ich mich auch, aber... Mein, hier gab es noch irgendwas zu looten. Ah, da. Munition. Siehst du mal? Oh ja, und gleich so viel. Denn gleich so viel. Ist sie ja nicht nachgeladen? Ja. Dann haben wir ja fast alle Schuss, die wir verbraucht haben, wieder raus. Ich glaube, die werden wir hier auch noch öfters brauchen. Na, komm. Na, danke schön. Tut mir leid, wenn ich jetzt gerade ein bisschen übervorsichtig bin. Das Einkaufszentrum ist nicht so ganz ohne. Vor allen Dingen in der Nacht. Da ist doch schon wieder irgendwo was. Das höre ich doch.
Auch wenn ich nicht weiß, wo. Irgendwo hier oben aus den Lüftungsschächten kam auch noch ein Hund raus oder sowas. Ich glaube, die kloppen draußen rum. Auf jeden Fall, du kommst mit, mein Freund. Du ebenfalls. So. Die Apotheke kommen wir noch rein. Denn hier ist noch was. Ich glaube, da vorne war auch noch so einiges. Ah, ich weiß das gar nicht mehr. Dabei ist das noch gar nicht so lange her. Hier noch. Naja, gut. Nicht hier. Und den Gang da vorne mache ich gleich, wenn er an der Reihe ist. Jetzt geht's erstmal hier weiter. Boah, ich weiß nicht. Hey, ich mag das Einkaufszentrum nicht. Schon mal gar nicht in der Nacht. Da vorne liegt doch noch ein Glatzi. Oder ist das eine tote Leiche? Weiß es nicht. Hier gibt's noch was zu looten. Naja. Uah, nee, es ist ein Glatzi. So, der wäre schon mal erledigt. Da haben wir noch was. Ein Verband, das ist schon mal sehr schön. Ich glaube, die werden wir hier auch des Öfteren brauchen. Du kommst mit. So. Hier wäre dann, der ist leer, leer. Ach ja, die gelten ja immer von beiden Seiten. Da kann man noch irgendwas looten. Ah, der kann weg. Den habe ich eh schon 3 Stück einstecken, also... Der kann ebenfalls weg. Was bringen die Dinger eigentlich? Schadensvermeidung plus 50%, Wasser minus 30. Naja. Wäre vielleicht im Notfall ganz brauchbar, aber im Moment... Metztablette, naja, zumindest kriegen wir ein paar Medikamente. Die könnten uns hier aber auch echt den Arsch retten. Dann geht das hier noch weiter. Ah, ja, ja, er loot ja immer von beiden Seiten. Da ist aber noch was. Wieder Schiene. Wie wir ein Medikamenten kriegen. Ach ja, wir sind, glaube ich, eine Apothekenabteilung oder sowas. So, da ist nichts. Da ist noch Gammelobst. Ja, da kommen wir gleich rein. Mal kurz umgucken, ob ich hier nicht irgendwas übersehen habe. Ah, wo bist du? Da. Was da vorne? Sieh mal einer an. Trabt an, ihr Klappstühle. So, du einmal... Bärbel braucht wieder eine Extrawurst, ne? So. Kommst du jetzt hier an? Hast du den Weg gefunden? Ja. Nö, hat sie nicht. Och, Bärbel. Zu schwer kann es doch nicht sein. Dein Kollege hat es auch hingekriegt. Na, jetzt ist es so tot. Gut. Gut, gut. Nehme ich den noch mit. Was haben wir denn hier noch so? Also das Einkaufszentrum in der Nacht, das war die beschissenste Idee ever, ehrlich gesagt. Aber ich hatte auch vergessen, auf die Zeit zu achten. Ich dachte, das wäre noch früher. Der kann definitiv weg. Gibt's hier noch ein bisschen Getränke? Frisches Brot. Ja. Ja, hallo Bärbel. Ja, Bebbe, Bebbe. Hallo, tschüssi. So, hier ist sonst nichts weiter. Gut, den nehme ich den einmal mit. Vor allem, der bleibt erstmal in der Luft stehen. Den nehme ich mit. So. Das letzte Mal hatten wir uns ja da durch die Tür gekloppt, dabei ist da vorne ein Eingang. So, denn wäre hier das kleine Café, oder was das ist? Stuhl, nee. Hier, ja, ein bisschen Werbung. Die verfluchte Mülltonne, ja. Ah, immerhin Messing. Immerhin Messing. Da ist noch Geld drin. 319 sogar, nehmen wir doch glatt mit. Ein bisschen Red Bull.
Ich habe einen Zombie gesehen? Nein. Gaffe? Nö. Gaffe? Jo. Du hast leider nicht gekocht. Schön. Schottendicht. Was ist hier? Ah, das ist da, wo Bärbel eben war. Alles klar. Den noch einmal looten? Ist da Farbe drin? Bäh, weg. Gut, da hätten wir noch ein bisschen Müll. Das ist auch leer. Den kann man nicht looten. Hier aber, vielleicht ein bisschen Essen? Bäh. Die kann weg. Und hier haben wir die Fernsehtypen. Die Quest hatten wir doch schon. Die hatten wir definitiv schon. Die zerlege ich. Die bringen sowieso nichts, die Kleinen. Ich wollte nur jede davon gerne einmal machen, damit wir sie alle vollständig haben. So, ein bisschen Kaffee, das ist immer gut. Hier wäre noch ein Döschen und ein bisschen Kohle. Und da, Eisen gibt es zumindest ein bisschen, was? So, Bärbel, hast du hier irgendwas bewacht? Das schon mal nicht. Das auch schon mal nicht, die machen wir dicht. Hier, ein bisschen Papier, naja, Bärbel. Also das hat sich nicht gelohnt, das zu bewachen. Absolut nicht. Absolut kein Stück. Da oben hatte ich gut. Hätte ich da was drauf? Tatsächlich. Da liegt noch Muni. So. Sehr schön. Jetzt haben wir mehr Muni, als wir mitgenommen haben. Obwohl ich hier rumgeballert habe. Alles klar. Dann würde ich sagen, das geht da vorne dann gleich weiter. Das machen wir denn aber in der nächsten Folge. Nicht böse sein. Ich habe ja erklärt, warum. Das geht mich noch eine ganze Ecke weiter. Da kommt noch oben drauf, dann wieder unten drauf. Hier ist Zombie-Besuch. Da kommt wahrscheinlich gleich hier durch. Das erleben wir beim nächsten Mal. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ihr seid klasse. Bis morgen. Tschüssi.